Moinrü, Leudrü, ihr habt mich wirklich sehr das hier eingeschaltet, habt heute zum neuen Video und Thema dieses Videos wird sein, wir gehen zusammen die kleine, aber feine Update Z Celebration durch. Wir kriegen ja morgen um 11 Uhr die ganzen neuen Sachen von Update Z, plus wir kriegen eine Celebration mit Chanemba und so weiter und so fort. Die Banner, sowas wie Chanemba und so, werde ich hier nicht erwähnen. Das Ganze bin ich durchgegangen in dem Video, was auf euch im Januar zukommt. Des Weiteren wird wahrscheinlich sowas wie Margin, Vegeta, Easy und so weiter auch auf euch zukommen. Deswegen da einfach überrascht sein. Auch ein Chain Battle fehlt uns noch und Pattern Battle kommt wahrscheinlich auch noch. Aber heute besprechen wir nur die Celebration von Update Z. Das Ganze wird in etwa bis zum 14. Februar, glaube ich, gehen. Das war so die Richtlinie. Fangen wir jetzt aber einfach mal an mit den Basics. Und da würde ich einfach mal sagen, ja, springen wir rein, ne? Login-Boni, das werden wir wieder bekommen, ein ganz normaler Login-Boni. Wenn ihr euch das erste Mal einloggt, bekommt ihr 10 Freestones gegiftet und ein bisschen Fleisch. Um drauf dann halt die Dauer von der Celebration gibt es täglich einen Stone. Und ja, so wie immer, Standard halt. Kommen wir danach zu den Special Missions, ganz normale Missionen, wofür ihr dann halt Kais bekommt, Keys. Ganz wichtig, die Keys gehen wir später mal durch und Stones. Des Weiteren haben wir dann Hidden Potential Campaign und hier kommt das erste größere, dafür springen wir einmal rein. In der Hidden Potential Campaign sieht es wie folgt aus. Wir haben zum einen die Abänderung von dem Hidden Potential Weekly Event. Diese werden daily da sein, über den Zeitraum von dieser Celebration erstmal. Wir können hier viel leichter die Hidden Potential Orbs einsammeln und wir können daily auch alle auswählen, sowohl AGL, Tech, Int, SCR und Physisch Orbs. Das heißt, macht die wirklich ganz oben. Links findet ihr die S-Orbs, in der Mitte die M-Orbs und ganz unten die L-Orbs. Das ist wirklich easy to go. 15 Stamina, schaut, dass ihr das macht. Daily könnt ihr einmal alle Typen abdecken und das macht ihr dann halt jeden Tag. Ganz simpel, so gesehen, nimmt das mit. Das zweite von dieser Hidden Potential Campaign ist, dass wir nicht mehr 5 Stones brauchen, um eine Umskillung vorzunehmen an unserem Charakter. Wir konnten ja derweil entweder mit 5 Stones die Skilländerung machen oder wir konnten sie mit einem Overdupe machen. Jetzt wird das reduziert von 5 Stones auf 1 Stones, das Ganze bis zum 14.02. Deshalb denke ich auch, dass diese Update-Z-Campaign bis zum 14.02. geht, also über die New Year's-Campaign hinaus. Ab den 1. Februar sollte dann ganz normal aber auch Trunks kommen. Da beginnt dann halt auch nochmal eine zweite Celebration, beziehungsweise eine große Haupt-Celebration. Soweit, so gut. Ich denke, damit sollten wir das auf jeden Fall mal abgedeckt haben. Springen wir danach einfach mal weiter nach diesen Hidden Potential-Campaign. Schaut wirklich, dass ihr da ein paar Charaktere euch raussucht, die ihr wirklich sehr, sehr stark verskillt habt. Und dann ändert das einfach ab. Vielleicht nach einem Easy A oder sonstigen habt ihr gedacht, oh, okay, die spielt man ja dann doch mehr auf Additional anstatt auf Crit. Dann ändert das ab. Kostet euch nicht viel, ist nur noch 1 Stone statt 5. Also ja, lohnt sich. Kommen wir dann zu den Special Sales. Und da freuen sich sehr, sehr viele drauf. Es wird Pill of Trove Sales geben und die werden sehr, sehr beliebt sein bei vielen. Denn die Pill of Trove Sales sind sehr, sehr big. Wir bekommen insgesamt 100 Stones. Plus einen Premium Dragonstone in grüner Variante. Wofür wir den eintauschen können, werdet ihr gleich sehen. Und das genauere Video dazu wird es dann morgen geben. Das Ganze für nur 26 Dollar auf Chappy. Ich denke, das wird ein bisschen weniger sein. So 23, 24 bei uns. Müssen wir einfach mal abwarten. Sehen wir dann morgen früh. Und des Weiteren gibt es einmal diesen mega, mega, mega geilen 50 Stones für 2, 3 Euro Sale. Der ist wirklich big. Einer der besten Sales mitunter, also hier kann man gut und gerne zuschnappen, aber lasst lieber die Finger davon und spart euer Geld. Aber wenn ihr wirklich mal was ausgeben wollt, dann nur für diese 50 Stones. Die könnt ihr euch natürlich jetzt in dem Zeitraum, wo das reramped wird, auf allen Accounts holen. Gut, dann haben wir hier einmal, wofür wir diesen grünen, türkisfarbenen Dragonstone eintauschen können, und zwar für 6 LRs. Welcher der beste davon ist, mit diesem türkisen Dragonstone zu holen, können wir gerne mal im morgigen Video durchgehen. Ansonsten schaut, dass ihr wirklich die Units nimmt, die ihr vielleicht noch nicht habt. Ist auf jeden Fall ganz geil, ein guter Value für diesen Dragonstone, ein Free LR. Was heißt Free? Klar, man muss ein bisschen was zahlen, aber an sich ist es ziemlich gut. Kommen wir nach den Sales. Ich persönlich werde sie mir holen. Von den Basics weg und kommen mal zu den Specials, denn es geht noch weiter. Ihr habt ja in diesem Video mitbekommen, wo ich die ganzen Features von Update Z durchgegangen bin. Es kommt ein Bingo Bordo. Und dieses Bingo Bordo gehen wir mal ein bisschen genauer durch. Hier ist es ganz simpel. Wir haben 5 von diesen Bingo Boards. Jedes Bingo Board davon hat insgesamt 9 Aufgaben. Die Belohnung in diesem Bild, was quasi auf Twitter gepostet wurde, in dem Producer Letter, die sehen ein bisschen anders aus, wenn es dann offiziell kommt. Denn wir kriegen keinen Blue Coin. Unten drunter stand das in Kleingedruckten, also da ein bisschen vorsichtig sein. Ich vermute mal, es wird keinen Sinn machen, dass da ein Blue Coin kommt. Da wird es aber viele Rewards geben. Ich kann auch gerne mit euch nochmal die einzelnen Missionen dann durchgehen. Ich werde das alles selber nochmal machen.
Schaut, dass ihr die gemacht bekommt. Ihr bekommt insgesamt durch dieses ganze Board einen LR Goku. Ihr müsst nicht die Stage clearen, um ihn zu fahren. Ihr bekommt allein durch diese 5 Bingo-Board-Tafeln diesen LR Goku. Im 4. Board bekommt ihr alles, was ihr für den LR Goku braucht. Fast alles. Ihr bekommt 9 Copies für die SA, um ihn SA Max zu machen in TUR. Ihr bekommt 4 Dupes. Und ihr bekommt alle Orbs, die ihr braucht für ihn, für den Rainbow Star. Ab dem 5. Board, dort bekommt ihr dann die 77 Medals, um ihn einmal LR zu machen, plus 10 Physischkeis. Ich sage euch aber mal so, behaltet die Physischkeis auf und farmt euch lieber eine zweite LR-Kopie, denn das könnt ihr machen in diesem neuen Dragon Ball Story Event, denn damit könnt ihr ihn ganz leicht SA20 machen, wenn ihr euch einen farmt, einen auf LR, aber da müsst ihr halt auch die 77 Medals nochmal farmen und ihn komplett SA10 farmen, also 10 Kopien, dann halt Awaken und dann gibt es ihn halt einmal, ja, durch das Bingo Bordo komplett und dann habt ihr ihn insgesamt SA20 fertig, spart die Kais. Gehen wir mal zu Goku selber rein. Wir lesen uns ihn einmal kurz durch. Seine 12G Super Attack ist Raises Attack in Defense für eine Runde und macht Colossal Damage. Sehr, sehr nice. Auf der Ultra Super Attack haben wir Greatly Raises Attack in Defense für eine Runde und macht Mega Colossal Damage. Also Greatly Raises Attack in Defense ist wichtig. 50% nimmt man auf jeden Fall dankend an. Das heißt, er ist eher eine Slot 2 Unit oder Slot 3. Passive Skill, Attack in Defense plus 59%. Additional Attack in Defense plus 59%, wenn er einen Super Attack macht. All Allies Key plus 2 Attack in Defense plus 30%, also eine mega gute Support Unit, könnt ihr gut und gerne fast in allen Teams mitnehmen, wo er drin ist, einfach als Floating Char. Und dann bekommen wir nochmal Additional Key plus 3 Attack in Defense plus 59%, wenn wir den Extreme Class Enemy angreifen, wenn wir halt gegen einen fighten. Und ja, das ist nicht ganz so schwer, denn wir fighten gegen viele Extreme Class Enemies, ohne das sieht sein Key Struggle auf jeden Fall erheblich schlechter aus. Ansonsten, er kommt halt immer drauf an, kriegt ihr Shattering the Limit und Saiyan Lineage beides getriggert, ist vielleicht ein bisschen besser. Ansonsten kann es hier und da hapern, aber so overall gesehen, richtig guter Floater, richtig guter Supporter. Ist natürlich keine Slot 1 Unit, müsst ihr dran denken, aber so viel dazu. Er hat noch einen Active Skill, Raises Attack Temporarily und macht Ultimate Damage. Es ist quasi ein Super Attack Active Skill und kein Buff Active Skill. Das Ganze können wir aktivieren ab der 5. Runde vom Start of Battle. Link Skill, Sea Fighter, All in the Family, Saint Lineage, Kamehameha, Experience Fighter, Shattering the Limit und Legendary Power. Also overall solide Links, Saint Lineage, Kamehameha, Experience Fighter. Legendary Power sind sehr gute Links, All in the Family haben auch die ein oder anderen Units und Sea Fighters, ja. Das ist halt ein Nischenlink. Ja, Kategorien auch. Low Class Warrior, Pure Saiyan, Full Power, Goku's Family, Kamehameha, Turtle School, Bond of Friendship und Accelerated Battle. Ihr wollt ihn eigentlich größtenteils in allen Teams spielen, weil er ist ein All-Allies-Support. Das heißt, ihr könnt ihn auch überall mitnehmen, ohne Probleme. Und damit haben wir ihn abgedeckt. Schaut, dass ihr ihn wirklich macht. Seid nicht faul, das ist eine sehr, sehr gute Unit. Gut, nach diesem Reward gibt es aber noch weiteres. Und zwar kriegen wir insgesamt 77 Dragonstones, was sehr, sehr viel ist. Und wir kriegen 12 Kais insgesamt. Spart ihr euch. Wir kriegen auch noch Typen-Kais. Ich glaube, 5 sind es insgesamt Typen-Kais. Wir kriegen noch Dosing-Kais. Und dann nochmal 10 von den Physisch-Typen-Kais. Also insgesamt eine sehr, sehr gute Ausbeute aus diesem Bingo-Board. Das werden die meisten Leute direkt Day One machen. Die Mission werde ich euch die Tage dann auf jeden Fall auch nochmal erklären. Gut, nach diesem Special-Event, was wir kriegen werden mit den Bingo-Boards, das ist auch ganz wichtig für das Tutorial selber, müsst ihr auch machen, damit ihr die Sachen freischaltet, gerade wenn ihr neue anfängt. Ja, aber soweit, so gut erstmal. Events. Springen wir rüber zu den Events, denn wir kriegen auch noch ein paar Events mit. Und da sieht es wie folgt aus. Zum einen kriegen wir das neue Dragon Ball Story Saiyan Warrior Race Event. Das ist ein bereits vorhandenes Story Event, was wir haben. Das wird komplett zurückgesetzt. Das heißt, ihr könnt alle Stones noch einmal farmen und es werden ein paar Sachen zusätzlich hinzugefügt. Da springen wir einmal rein. Es gibt insgesamt 12 Stages, das heißt 24 Stones für euch, was mega ist. Achtet drauf, ab Level 6 bekommt ihr einmal den TUR Goku, das ist der Goku, der zum LR Goku wird. Also den müsst ihr 10 mal farmen, damit ihr dann auch quasi eine zweite Kopie habt, um den Main LR Goku SA20 zu machen. Die Medals dazu gibt es einmal in Level 7, die Krillin und Chaozu Medals und einmal Level 9, die 77 Goku Medals. Also die müsst ihr alle farmen, seid fleißig und seid nicht faul. Increased Drop Rate ist Inhuman Deeds, also könnt ihr auch gleich direkt diese ganze Dragon Ball Story Sache mit dieser Kategorie clearen. Also ja, schaut, dass ihr da LRs mitnimmt, damit ihr einen erhöhten Bonus-Drop habt. Wir kriegen noch einen Support-Memory und diese Support-Memory bringt folgendes. All Allies Key plus 2 für 2 Runden, Start of Battle, once only. Ist okay, nicht wirklich was Weltbewegendes. Wie bekommt ihr das? Ihr müsst halt einfach die jeweiligen Dragon Ball Story Stages mit bestimmten Kategorien clearen oder mit Link-Skills. Hier seht ihr einmal alle eingeblendet. Ich denke, das ist eine grobe Übersicht. Könnt ihr natürlich pausieren, euch die einmal durchlesen.
vielleicht auch schon mal hier und da ein paar Gedanken machen. Vielleicht baut ihr euch ein Team, was 90% der Sachen schon mal cleared zusammen. Ansonsten sollte das einfach die Info sein. Also da schaut, dass ihr alles gefarbt bekommt, dann kriegt ihr das Support Memory. Weitere Sachen, wir haben nämlich noch mehr, nicht nur das, wir kriegen, was noch wichtig ist, einmal das Chamber of Spirit and Time, das könnt ihr dann einmal machen, diese Keys bekommt ihr durch diese normalen Missions, soweit ich weiß, bekommt daraus 5 Kais, 5 Training Chambers, jede Menge Character XP und Rank XP, also macht das, ganz, ganz wichtig, nimmt das mit. Ist wirklich ein gutes Event, vor allem Kais hagelt es jede Menge. Sehr schön. Wenn ihr das dann auch geklärt habt, ist es auch noch nicht alles, was man in dem Zeitraum machen kann. Denn ganz wichtig, es kommen alle Dokkan-Events zurück. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig für den einen oder anderen. Aber farmt damit eure Units, awaked sie alle, macht eure Box fertig. Dann haben wir Extremsy-Battles. Und hier wird es interessanter. Schaut, dass ihr alle Extremsy-Battles macht, die dann zurückkommen. Es sollten, glaube ich, alle sein, bis auf ein paar ausgenommen, die wo kürzlich erst online waren. Und da schaut, dass ihr alle 77 pusht. Alle. Denn es kommen Titel und zwar in spätestens 1 bis 2 Monaten. Also schaut, dass ihr hier das Meister schon mal auf 77 cleart. Die LR Easy Ace müsst ihr nicht auf 77 machen. Aber alle Extremsy Battles, fast alle Extremsy Battles sollten zurückkommen. Wichtig, macht die. Macht die wirklich auf 77 für die Titel. Gut, und zum Schluss haben wir dann nochmal Story Events. Das ist auch für ganz viele interessant, denn manche haben nicht LR Exchange Vegeta-Goku schon fertig gefarmt mit den Medals. Hier könnt ihr also auch quasi mit dem Comeback ihn zu Ende farmen oder vielleicht LR Goku und Piccolo. Da wird auch das Story Event zurückkommen. Alle Story Events werden returned, gerade für Neuanfänger sehr, sehr gut. Holt euch die ganzen Stones aus diesen ganzen Story Events ab und damit sind wir auch eigentlich fertig. Das war diese kleine Mini-Celebration von Update Z. Ich hoffe, es war übersichtlich für euch. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen ein Bild machen von diesem ganzen, von dieser ganzen Celebration. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend, morgen, Mittag. Die Maintenance heute Nacht geht von 1 bis 11 Uhr morgens. Um 11 Uhr morgens, ich hoffe mal, dass es ein bisschen früher fertig ist, werden wir uns eventuell sehen. Vielleicht in einem Stream, vielleicht ganz normal. Ich weiß es noch nicht, aber wir sehen uns. Haut da rein, und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag.